So, weiter geht's. Ich hab's ein bisschen heller gemacht für euch. Also ein bisschen. Ein bisschen sehr, glaube ich. Ich grüße mal aus. Ich sehe auch tatsächlich wesentlich mehr, glaube ich. Da unten ist nur immer noch ziemlich dunkel. Immer noch schießt jemand auf mich. Die Frage ist natürlich, muss ich erstmal alle Feinde ausschalten, bevor ich jetzt hier weiterkomme? Ich glaube es ja eher schon. Da ist doch einer. Da. Na komm. Ist jetzt tot. Drei Treffer, und zwar drei gute Treffer. Erledigen dich auch schon. Ne, das ist eine Lampe, das ist kein Visier. Die Visiere spielen ja Gott sei Dank so ein bisschen. Okay, irgendjemand schießt auf mich. Vielleicht soll ich mal zu meiner eigenen Sicherheit dieses Licht hier ausmachen. Also, da ist jemand, der gleich einen guten Treffer gibt. Ich lauere hier ein bisschen auf dich. Sehr gut. Muss aufpassen, dass ich gleichzeitig runterfalle. Ja, wenn sie ein Nachtsichtgerät... Oh, warte mal. N? Habe ich ein Nachtsichtgerät bekommen? Oh ja! Oh ja! Der Riddick ist hier. Die Batterie ist fast leer davon. Mist. Jetzt nochmal N drücke. So. Das kommt weg. Wow. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Wo? Wo? Ja, toll. Nochmal das Ganze, weil es so viel Spaß macht. So, so, so. Alles mitgenommen. Die Waffe mitgenommen. Den ganzen Kram mitgenommen. Dann ganz schnell darüber. Licht nicht ausgeschossen, weil ich es nicht kann. Jetzt aber. Und auch das da. Nee. So. So, da oben ist schon mal jemand. Hallo. Leider hast du mich ganz schön gut getroffen. Sag mal. Könnte ich bitte etwas weniger unfähig sein? So. Alter. Irgendjemand schießt noch auf mich. Und zwar nicht nur da oben. Den ich durch das verdammte Gitter nicht treffe. Das ist doch ein Witz. Naja, schießt du nur da hinten. Solange mich nicht erwischt. Und ich dich vielleicht erwische, da habe ich schon was getroffen gerade. Immer schön aufs Bein. Irgendwann verbußt du auch daran. Zumindest normalerweise. Oh, warte. Jetzt ist es also ein bisschen eng hier. Sag mal. Willst du mal bitte das Zeitliche segnen? Was hältst denn du aus? Das ist ja unnormal. Ja, komm. Bist du jetzt endlich tot? Ihr sterbt aber auch nicht. Kann das sein, dass sich irgendwann ihre Gesundheit mal wieder genauso resetten wie ich? Ich meine, wie viel Schuss habe ich da eigentlich schon reingejagt? Das ist ja unnormal. Ich will nicht jedes Mal ganz Magazin opfern, nur um einen Typen zu töten. Der Scheiß kostet ja auch Geld. So, ach da, da komm, komm. Endlich, der ist auf jeden Fall tot. Ich bin leider auch fast tot. Ja, ich weiß, dass ich tot bin. Ich hätte niemals hier rübergehen sollen. Ich hätte einfach versucht, ein bisschen da drüben, um weiterzukommen. Ah, da bist du. So, komm. Immer wieder, bis du hoffentlich mal da niederliegst. Lampe hast du auch nicht mehr. Und irgendwie komme ich da unten immer ganz dumm zu Tode. Das ist einfach nicht schön. Immer wenn ich da unten hingehe, sterbe ich. Und ich will so ungern sterben.
sehe überhaupt nichts. Bist du der Typ? Ja, scheint so. Bist du jetzt tot? Oder nicht? Zumindest bewegt sich da oben nicht mehr. Und es schießt doch gerade keiner mehr auf mich. Das heißt, eigentlich sieht das gut aus. Nee, jetzt schießt er doch nicht. Komm. Arsch hoch und los geht's. Ich gehe kurz mal hier rüber. Ich weiß, ich soll es wieder mit der Hand ausmachen. Aber ich traue mich gerade nicht, da hinten ins Licht zu gehen, weil da ich wahrscheinlich direkt umgebracht und irgendwas ist gerade passiert. Eine Explosion. War es eine Explosion? Und ich höre doch irgendwas gehen. Mal ganz vorsichtig nach vorne. Da. Gehen. Hau ab! Stirb! Ganz schnell, ganz schnell! Medipack nehmen. So, hier lag irgendwie sowas wie Nachtsichtgerät. Nee. Ja, das habt ihr tatsächlich. Ah, ein Nachtsichtgerät. Ist das ein Nachtsichtgerät? Nee, das ist einfach nur so ein komische Granate nehme ich noch mit. Kann ich aber nicht. Gut, da hinten gehe ich nochmal so lang. Ich gehe also durch den linken Tunnel und hoffe, dass ich es überlebe. Verdammte Rauch. Von wo? Oh, nicht hier runterfallen. Nicht doch hier runter. Leck mich am Arsch, ey. Mein Gott, bin ich schlecht. Ah, es tut mir fast schon leid, dass ihr das ertragen müsst. Aber auch nur fast, weil ich muss ja auch hier leiden. So, die Waffe bitte. Kann ich es denn schaffen, einfach hier so durchzurennen und alle umzubringen? Ich glaub's ja nicht. Granat hinter mir. Ja, wesentlich unsicherer war. Na, das war schon wesentlich unsicherer. Okay. Wieder etwas mehr Gemach, offensichtlich. Verdammter Mist. Ja. Alles mitgenommen, bitte. Ich sollte vielleicht einfach noch versuchen, die Mission von vorn zu starten und das Ganze wegzuschleichen. Das wäre wohl sinnvoller gewesen. Upsala. Oh, Messer verloren. Also Messer weggeschmissen. Verloren ist. Ja, da oben schießt wieder jemand, natürlich. Da kommt hier unten gleich wieder jemand angerannt. Da komm her. Du Flegel. Aber ich treffe dich eh nicht. Weil das Gitter im Weg ist. Ja, ja, abknallen. So. Da hat jemand mal einen Glückstreffer gelandet. Ja, komm her. Du guckst auch schon raus. Geh doch. Junge. Stirb bitte. Dass ich nicht durchs Gitter schießen kann, nervt mich echt. Und die Präzision von dieser Waffe ist auch ganz großartig. Gut, du bist tot. Sehr schön. Ich glaube, der Typ da hinten ist auch nicht mehr so richtig lebendig. Lampe aus für mich. Und ich komme einfach nicht durch diesen Tunnel durch, denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer da auf mich schießt. Von vorn scheint es keiner zu sein, nicht so richtig. Vielleicht einer von links oder sowas. Na, ich bin... Also ich bleibe stehen, keine Frage. Ja, danke schön. So. Da ist er. Da ist jemand. Lieber ein, zwei Kugeln mehr. Anstatt zu sterben. So, da hinten ist jemand. Bleib stehen. Alter, ich schieße dir in die Beine und du rennst weg. Wie unrealistisch ist das denn bitte? Bist du das oder ist das irgendein Sack? Du bist ein Sack. Gut, der ist tot. Jetzt habe ich schon mindestens drei Leute erledigt. Von hinten, von hinten. Von da oben? Ach, von da oben. Okay.
Ja. Ja, ja. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich nehme mal ein Schlückchen Energy Drink. Ah, zur Beruhigung. So. Aber jetzt weiß ich zumindest schon mal, von wo ich getötet werde. Und kann dem entgegenwirken. Das Ding weg. So, ist hier noch eine Lichtquelle? Ja, da hinten. Aber ist nicht meine. So. Nein, nein, nein. Bevor du es versuchst. Okay, du hast auch schon, dir ist auch ganz gut gelungen, leider. Komm bitte nochmal raus, ich würde dich jetzt gerne töten. Ja, klar. So, war's das? Ja, das war's. Okay, irgendjemand schießt auf mich und ich weiß nicht von wo. Also lieber Deckung bleiben. So, mir geht's besser. Bist du das? Da hinten war doch einer, da hinten war jemand, genau. Ich sehe dich noch. Denn du lebst noch. Aber jetzt nicht mehr. So, sehr schön. Jetzt muss einer von unten kommen. Da. Natürlich, wenn der Cursor rot wird. Moment, 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 ein bisschen Deckung. Jetzt. Ich könnte einfach so ganz nebenbei abscannen hier die Gegend mit dem Scanner. Mit dem Fadenkreuz, wenn es rot wird. Ist meistens ein Gegner da. Da hinten bewegt sich auf jeden Fall was. Und die Leute bewegen sich natürlich auch. Möglicherweise auch über uns. Aber da müssen wir jetzt durch. Da ist jemand. Da ist auf jeden Fall jemand. So. Den hätten wir. Kann ich mal irgendwie... Schnellspeichern wäre jetzt super. Wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt gewesen. Wie oft bin ich jetzt schon in diese Suppe gefallen da unten? Dreimal? Na komm her. So, das war derjenige. Gut. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt dort hinten hin, um mich gleichzeitig gegen den Typen da oben zu schützen? Aber kann ich einfach auf die komischen Rohre? Da oben ist doch irgendjemand. Ich glaube, ein Scheinwerfer. Kann ich den Scheinwerfer nicht einfach kaputt machen? Ja, kann ich. Ist sonst noch jemand hier? Das sieht gerade nicht so aus. Aber was sieht schon irgendwie im Metro aus? Man sieht sowieso nicht gerade viel. Auf jeden Fall höre ich noch jemanden. Ich glaube, ich gehe mal da hinten hoch. Da hinten war auch noch eine Treppe oder sowas. Da könnte man noch mal gucken, ob ich da von oben jemanden runternieten könnte. Ich sehe keinen. Aber jemand sieht mich. Gut. Okay, mir geht's wieder etwas besser. Momentan ist das Spiel jetzt weniger gruselig für mich als ein großer Ego-Shooter. Oder ein schwieriger Ego-Shooter für mich, muss man sagen. Einfach deshalb, weil ich nichts sehe. Warte mal, da hat's gerade was. Hau bloß ab da oben. Ach, ist noch nicht tot. 23 Schuss habe ich noch im Magazin. Komm her, du Arsch. Da. Schnell nachladen. Kleiner Sack. Er stapft da oben rum, ich höre ihn auch noch. Da irgendwo. Ach, hier ist ein Posten. Ah. Jetzt muss ich mal hier hoch, ohne irgendwie festzuhängen.
Mist, Mist! Stirb! Stirb doch, stirb doch! Verdammt! Verdammter Mist! Da gibt's also noch einen! Und ich muss schon wieder hier vorne anfangen, das ist echt unnormal. Und ich will die Szene unverstanden ungern überspringen. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe jetzt den Fehler gemacht. Und will das Ganze auch wahrscheinlich noch wegschleichen oder verschleichen. So. Der Mann, der nicht stirbt. Doch, der Mann, der jetzt stirbt. Na komm her. Kleiner Arsch. Alter, du blendest ja schon so ein bisschen. Und du kriegst auch. So, ich soll natürlich gerade auf offenem Land nachladen. Da bist du, da bist du. Ich brauche ein Scharfschützengewehr. Und ich wette, ich bin ja schon an 3 oder 4 Scharfschützengewehr vorbeigerannt. Ich kenne mich doch. Das Licht da unten, lass einfach mal an, weil jedes Mal, wenn da unten jemand kommt, sehe ich ihn so natürlich auch viel besser. Das ist natürlich viel cleverer. Weil so wirklich stört mich das Licht eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt nur aus Gewohnheit ausgeschossen, beziehungsweise weil ich alle anderen Lichter ausgeschossen habe. So. Vielleicht gleich mal hier hoch. Nummer 1. Nummer 2. Ganz schnell runter in Deckung. Puh. So. Medipack oder Spritze. Drogen, wie auch immer. So. Da ist niemand. Hier unten ist auch erstmal niemand. Gut. Dann ganz schnell hoch. Oh, 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 oh. Da unten war noch jemand. Wie uncool. Ganz schnell verstecken. Oh, hier bin ich total sicher. Total sicher. Ich komme schon ein bisschen weiter. Kriege ich vielleicht mal einen Schnellspeicherstand oder sowas? Oh, was ist denn? Ganz viele kaputte Gewehre oder Gewehrteile. Da ist jemand. Oh, und eine Granate direkt bei ihm explodiert. Das muss unangenehm sein. Leider bin ich auch entdeckt worden. Schnell, schnell, schnell. Aber ich bin schon etwas weiter. Wo seid ihr? Da ist jemand. Den treffe ich doch nie. Oh mein Gott. Und ich habe auch keine Rückzugsmöglichkeit. Wo kommt eigentlich das Licht hierher? Irgendwo hier hinten wahrscheinlich, aber da komme ich gerade nicht ran. Ach nee, da. Wie ich da wieder rangekommen bin, schön. So, da ist jemand. Da ist irgendwie so ein Messer oder was? Oh, nee, ist kein Messer, das war auch ein Gewehrstück. Hauptsache, ihr seht mich nicht. So, jetzt. Da ist er noch. So, einer ist tot und der andere. Da habe ich auch einen Lichtstrahl gesehen. Sich bewegen, Lichtstrahlen sind nie gut. Kann ich dich treffen? So, schnell zurückziehen. Ah, da stirbt jemand. Sehr schön. Soll ich vielleicht ein bisschen, mit ein bisschen weniger Euphorie sagen? Ich weiß, liegen überall Waffen rum und so ein Kram, aber ist mir gerade ein bisschen unsicher. Ich muss vielleicht da hoch. Da hinten ist noch irgendwas bestimmt. Habe ich eigentlich jetzt Night Vision mittlerweile? Nein, habe ich nicht. Ich bin hier echt wie auf dem Präsentierteller, glaube ich. Jetzt ist ein Krimskraft nicht mehr mit hier, den es so gibt. Machen wir das Licht aus. Muss man nicht ganz so sehr versuchen zu sterben, unbedingt. Ich werde, wenn ich jetzt hier hochgehe, bin ich praktisch tot. Weil ich von da drüben wahrscheinlich irgendwie erschossen werde. So, warte mal, ist da hinten? Da war noch jemand.
Na komm her. Bist du jetzt tot? Natürlich kommen noch zwei andere rausgerannt. Eins. Da hier ist ein Kommandant oder was? Irgendein Soldat. Die verdammten Faschisten. Und ich verbrauche eine gesamte Munition für euch. Die Lampe lassen wir hinten heil, das ist voll ganz sinnvoll. So. Bist du? Da bist du doch. Oh, runter, 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 runter. Ja. Hier kann ich mich mal freundlich besuchen als, begrüßen als Besucher. Da hinten bist du. Ah, ich will es getroffen. Da hinten rechts ist noch jemand. Und zwar nicht eben weniger. Was ich ja machen könnte, ist vielleicht mal eine von diesen hier zu werfen, oder? Jetzt? Oh. Das war ja wohl nix. Vielleicht ein bisschen höher. Ja, das schien irgendwas gebracht zu haben. Hoffe ich. Ich werde das Leben nur noch mindestens zwei davon. So, gehen wir ein bisschen runter wieder. Ich muss ja trotzdem hier durch. Das Ding ist relativ sicher scheinbar. Und ich komme langsam weiter. Hier ist ein Scheinwerfer, der mich stört. So. Besser. Nein, ich will nicht gute Nacht sagen. So, komme ich denn da hinten rüber? Ich hoffe doch, ich steige mal vorbei. Und es wird gespeichert! Mein Gott, ist das abartig! So, ich will nicht wissen, was ich nicht alles gerade falsch gemacht habe. Wahrscheinlich jede Menge. Warte, wird irgendwie geschossen? Ich glaube schon. Dann laufe ich mal weg, würde ich sagen. Das Ding sollte vielleicht aus. Jetzt muss ich treffen, wollte ich gerade sagen. Uiuiuiuiuiui. Gut, dass gerade gespeichert wurde. Ja, und apropos speichern, ich würde mal sagen, ich mache kurz einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Bis denn dann. Tschüss.